Ich wollte es so dringend, so sehr, dass ich es jetzt auch endlich bekommen habe. Und damit willkommen zum weiteren TechView Vlog. Es geht um dieses Objektiv, in das ich jetzt hier gerade quasi hineinschaue, nämlich das Fujifilm XF16-28er. Ich habe ja davon geschwärmt, dass ich es haben wollte, und jetzt ist es tatsächlich da, und ich habe es jetzt an meiner Fujifilm XT100 angebracht, und das ist jetzt die Aufnahme, die ich mache. Ein Vlogging-Test. Da fehlt was, ne? Für einen ordentlichen Vlogging-Test braucht es natürlich auch eine ordentliche Sonnenbrille. So, jetzt geht das Ganze dann doch eine Stufe besser. Und in der Sonnenbrillenspiegelung könnt ihr eventuell dann auch sehen, wie das Ganze dann ungefähr so aussieht. Ja, das ist das Fujifilm XF16mm 2.8er Blendenobjektiv. Das eignet sich durchaus viel besser als die ganzen anderen Objektive, die ich habe. Wie beispielsweise das XF 27mm, das auch ein 2.8er ist, das aber doch deutlich pumpt oder zu pumpen hat. Und ich schaue gerade nach unten, weil ich gerade was suche, nämlich etwas, was ich in die Kamera reinhalten kann, um zu zeigen, wie gut der Fokus denn so ist. Beispielsweise hier das Smartphone, was ich habe und was ich ziemlich nah dran halten kann, und es wird trotzdem schön scharf. Ich kann es wegnehmen und jetzt sollte er so langsam auf mein Gesicht wieder auch fokussieren. Vielleicht sollte ich dann doch die Brille abnehmen, damit eben die Spiegelung nicht allzu stark ist. Auf jeden Fall klappt das wunderbar mit diesem Objektiv, auch gerade an der Fujifilm XT100, weil sie hat einen Bildstabilisator, einen elektronischen Bildstabilisator, die das Objektiv leider nicht beinhaltet, oder dass das Objektiv leider nicht beinhaltet. Es hat also keine optische Bildstabilisierung. Es kackt also ein bisschen gegen das 18-55er ab. Dafür habe ich eine weitere Sicht, eine weitere Ansicht, also ein weitwinkligeres ja, Objektiv im Grunde. Und es eignet sich durchaus besser fürs Vlogging, wie man hier sehen kann. Was haltet ihr von diesem Vlogging-Test mit dem Fujifilm XF 16mm 2.8er? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde natürlich noch weitere Tests machen, ein paar Videotests natürlich auch machen. Dafür habe ich es mir vor allen Dingen geholt, aber auch ein paar, ja, Bilder machen und dann natürlich ein etwas ausführlicheres Review zu diesem Objektiv machen. Das ist jetzt nur mein Ersteindruck und mein allererster Vlogging-Test mit dem Fujifilm XF 16mm 2.8er. Falls ihr das Objektiv schon habt und mir ein paar Tipps geben könnt, wie man das am besten nutzen kann, dann einfach mal Kommentarbereich, ansonsten Thumbs up geben und liken. Und abonnieren natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.